Das ist super, das Ja, Bild. aber Schau da mal, kannst du ja Sylvester keinen. Stallone in der Ära wie sagt man, Blut. Ja, Also Gästewitze weißt du bin schon, ich was ich meine? einverstanden. Und da, das muss doch mal dein Vorbild sein, die Frau. Na, Die musst du jeden Vorbild. Tag vergöttern. Die hat das geschafft, was viele nie geschafft haben. Ja. Die saß nicht so da und hat Spaghetti um 9 Uhr gefressen mit Bolognese und hat die Leute rumkommandiert. Da, wo sie es geschafft hat, in dem Alter, da war ich, da bin ich schon zu alt für. Na gut. Aber das Bild wird behalten. Ich bin der Mann und ich habe die Hosen an, das ist Ja, klar. das hättest du wohl gern. Dass das klar ist. So, jetzt habt ihr gesehen, wie sowas läuft. Ein Machtwort von mir und dann ist Ruhe im Karton. Fabio, ganz dünnes Eis. Ruhe im Karton. Ganz dünnes Habe Eis. ich gesagt. Das Bild bleibt und damit Schluss. Was ist heute für ein Tag? Heute Nervtötender Tag, weil nein. diese Person so Heute ist der lang. Umzugstag. Heute muss die Daria Nein. auch mal ran und arbeiten. Und Fitness, sie hebt zwar nur ihre Schminke hoch, aber ein bisschen Fitness ist es für Fabio, dich warum auch. musst du eigentlich mich immer nur auf Schminke reduzieren? Ja, warum reduziert man dich? Ja, Man weil du erweitert sagst, dich ja weil bei Schminke. Du jedem wirst Karton erweitert. sagst du, dass ich schminke. Das ist Ist ja so, der hat es Schminke. ja vorher auch gesagt, auf Russisch. Das stimmt gar nicht. Schminkos, Muchos, Ja, genau. hat er Nein, aber. Los Heute geht's. machen wir einen Umzugstag. Ihr zieht jetzt heute zusammen, ja? Los geht's. Offiziell. Offiziell Nee, ist. offiziell sind wir eigentlich schon zusammengezogen, aber wir hatten keinen Platz. Also offiziell ist es unsere erste gemeinsame Wohnung. Das stimmt. Und davor habe ich bei dir zur Untermiete Hat sie gewohnt. gehaust bei mir. Genau. Ich habe ihn als Hotel benutzt. Ausgenommen. Ich Ich mache habe mal dich nicht weiter, sonst hängen die mir ausgenommen. Arbeit nicht. Komm. Ja. Jetzt geht's los, Was Freunde. machst du da jetzt gerade noch? Jetzt machen wir noch die letzten Kunden frisch. Hier für den Hühler Staubsauger natürlich. Müssen wir auch noch ein paar Kunden anlegen. Das ist hier mein Homeoffice. Man spricht ja immer von Work-Life-Balance. Die gibt es bei uns nicht. Und seht ihr, der Tisch macht's. Laptop drauf und ab geht's. Daria macht sich fertig. Die ist im Hintergrund, aber die will sich noch nicht zeigen. Die holen wir aber gleich. Die Daria holen wir gleich. Die kommt uns heute nicht aus. Gell, Daria? Das ist die Daria auch da. Guten Morgen, Daria. Ja, guten Morgen, Fabio. Na, wie geht's? Haben wir gut ausgeschlafen? Ja, ich habe wie immer länger geschlafen wie du. Ja. Hier sind schon 5 Hühlers über den Ladentisch. Verstehst? In der Alles Früh. für den Hühler, alles für den Club, gell? Alter, ja. Das ist ein guter Spruch. Hier sind schon 5 Staubsauger in der Früh über den Ladentisch. Verstehst? Und dann steht die Daria erst auf. Aber die braucht auch ihren Schlaf. Die geht auch später ins Ich Bett. gehe später ins Das muss man Bett. dazu sagen, Ja, ja. genau. Die geht später ins Bett und braucht auch mehr Schlaf als ich. Gell, du brauchst mehr Schlaf. Allgemein brauchen Frauen mehr Schlaf. Das stimmt. Ihr braucht auch einen Schönheitsschlaf. Genau. Den brauchen wir Männer Wir gar brauchen unseren Nervenschlaf. nicht. Echt? Damit wir euch ertragen können. Jetzt komm, pack zusammen. Ja, ich packe hier noch die Pflegeprodukte ein. Den Rest vom Schützenfest. Reste. Meine ganze Pflege hier, damit ich schön und jung bin und bleib. Viel zu viel eigentlich. Oh, das brauche ich gar nicht mehr. Wer schön sein will, muss leiden, sagt man immer. Das machen wir noch fertig da und dann. Pack mal's, dann pack mal Daria ihre Kartons. Die hatten so viele Kartons, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gell, Daria? Was? Dein Haufen Kartons, das können die Leute gar nicht tragen. Hä, das sind nicht meine Kartons. Natürlich, so viel können wir denen gar nicht bezahlen, den Leuten. Oh mein Gott, Fabio hat so viel Krempel. Er Spinnst hat die du? ganze Zeit immer gesagt, boah, ich habe doch gar nicht so viel, das geht doch so schnell, bla bla. Am Ende hattest du wahrscheinlich 40 Umzugskartons. Der Aber weil musste ich's. zweimal kommen für deine Sachen, um die einzupacken. Aber ich Was? muss zu seiner Verteidigung sagen, wir haben ja noch die ganze Küche eingepackt. Das nimmt echt wirklich ganz schön viel Platz weg. Aber du hast schon viel. Das ist alles dein Aber Krempel. du hast doch gesagt, zu dem, der darf nichts anfassen, dass da nichts kaputt geht. Ja, Der, das ist ja im die Storage. hat den Leuten schon Angst gemacht, bevor die überhaupt angefangen haben zu arbeiten. Ja, besser ist, der soll nichts kaputt machen. Ja, die sind doch Profis, was sollen die ja kaputt machen?
Meine Schminke. Arsch. Meine Arbeit. Bei dem Schminkzeug, da geht eh nichts kaputt. Das ist kein Spielzeug. Nein, Schminkzeug. Ich hab gesagt, ach so, na gut. Bei dem Schminkzeug geht doch eh nichts kaputt. Was soll da kaputt gehen? Soll ich dir eigentlich deine Sachen auch einräumen? Ja, bitte. Na gut, wenn es sein muss. Sonst machst du es doch auch immer selbst. Die Düfte von Fabio müssen eingepackt werden. Er würde wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das in Folie zu machen. Das ist bestimmt nur für Darias Schminke, das Auto. Ich wette. Als ob. Ich schwöre. Jetzt beeilt sich ein bisschen, gell? Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht's? Ja, ich bin noch am Aufwachen. Super, ja. Stark. Beeilt sich mal ein bisschen. Zu fix. Die sollen sich mal beeilen, gell, Daria? Ich nehme jetzt meinen Schweden, bitte. Na! So einen Schluck. Jetzt ist es mein Schweden. Aber wie geht der raus? Ja, du musst den abfüllen. Jetzt haben wir kein Werkzeug hier. Du hast kein Werkzeug, das kannst du jetzt nicht nehmen. Schaut mal, das hat die Daria sich organisieren lassen. Das ist ihr Schwedenbitter. Das ist gut gegen Schuppenflechte, sagt man. Und ich trinke es einfach so, weil es Ding benebelt. Das ist gut. Das ist gut bei Verdauungsproblemen, bei Hauterkrankungen. Muntermacher habe ich auch gelesen im Internet. Ja, dafür nimm's ich, für Muntermacher. Dafür nimmst du's. Und wir, hallo. Na, Tüte weg. Die Tüte brauche ich jetzt. Ja, ich weiß nicht für was. Es ist auf jeden Fall ein Heilungsgetränk mit viel Alkohol und Kräutern. Ja. So, jetzt räumen wir mal da alles. Jetzt klingelt der Vogel, gell? Mach mal auf, Daria. Ja. Boah, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, gell? Vor allem das Schlimmste ist. Sag mir eine Krimskrams-Sache. Eine Sache will ich wissen, was Krimskrams ist. Einen. Also ich sag jetzt mal. Ein Produkt will ich wissen, was Krimskrams ist. Alles, was in dieser schwarzen, komischen Kommode im Badezimmer war. Das sind meine Bartpflegeprodukte. Das ist alles Krimskrams. Den er aber erst hier ausmisten will. Wer macht das? Normalerweise. Ich habe nichts in der alten Wohnung ausgemistet. Ja, alles wird hier in der neuen ausgemistet. Aber das ist eigentlich nicht. Ich habe keine Zeit dazu. Aber so sollte man das nicht machen. Warum? Weil man lässt halt das Alte im Alten. Ich nicht. Ich nehme meinen Alten mit. Ich bleib, wer ich bin. Ja, Fabian, alles gut. Yes, servus. Hi. Servus. Grüß dich. Wir haben uns schon gesehen. Morgen. Hi, servus. Servus. Freut mich, Fabian. Hallo, guten Morgen. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut bei dir auch. Ich hab ausgeschlafen, ja? Ausgeschlafen, sagt er. Schon fünf Staubsauger verkauft. Wie lange glaubt ihr, brauchen die drüben? Ich kann die gleich anrufen. Ja, weil dann würde ich nämlich zuerst vorfahren, weil ich glaube, die brauchen nicht so lange wie. Ja. Gibst du mir bitte den Stift da hinten? Was machst du denn da hinten? Wofür ich wollte ihm helfen, bist du weg. Du kannst es nicht helfen. Du kannst jetzt die anderen Sachen machen. Ich bitte. Kann mir selbst helfen. Genau. Geh ins Gym, gell? Geht's ins Fitness. Könntest du einen Scheißdreck selber machen. Genau. Also Daria, komm her jetzt. Mein Schlafanzug, den brauche ich heute Abend noch. Schlafanzug, der muss mit. Wir brauchen noch ein Dings, noch einen Karton für die Kissen. Das erste Mal, dass hier Menschen mit Schuhe reingehen, gell? Sonst geht hier niemand mit Schuhe rein. Sorry. Super. Ich habe das Gefühl, dass wir mehr im Weg sind, als dass wir helfen. Also Fabio und ich und Chaos ist natürlich eine sehr gewagte Geschichte, weil wir beide ungerne Chaos haben. Aber bei einem Umzug geht es nicht anders. Das ist halt einfach so. Da kann es nicht perfekt laufen. Das kann auch nicht organisiert sein. Oder bei uns zumindest. Aber wir schlagen uns gut. Na, Himmel, Herrgott. Jetzt hättest du beide in die Hosen geschissen. Gell? Nee, du. Weil da ist überall das Klumpen von dir noch. Stimmt, da ist noch voll viel von mich am Arsch. Geleck mich am Arsch. Schau mal die an. Ja, aber so viel ist da gar nicht. Du hast doch zu mir gesagt, du hast gestern alles weggeräumt. Sag mal, bist du eigentlich deppert? Schau, aber das ist du, jetzt nicht ich habe dir Ernst. Gestern noch gesagt, wir müssen das Bett morgen früh machen. Du wusstest doch ganz genau, was da drunter ist. Wenn ich das gewusst hätte, ich länger schlafen können. Mama, soll ich dir das da doch? Danke.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so schnell sind. Ja, das machen die. Mit links. Die räumen die ganze Wohnung aus, bis du den Bettkasten hast, hat der schon das Wohnzimmer. Ja, aber du sollst mir doch helfen. Das ist doch nicht dein Ernst, ohne Schmarrn. Das hätte ich nicht gedacht, dass da noch so viel drin ist. Fängst du wieder damit an, so wie bei meiner damaligen Wohnung? Jetzt geht er wieder darauf los. Junge, gell? Das. Ich habe zu dir wenn gestern der Alexander gesagt, das sieht, wenn der Alexander. Ich schwöre bei Gott, hör jetzt aber auf, wenn der du bist auf einem ganz dünnen Eis. Aber wenn ich habe dir gestern Abend gesagt, dass wir das Bett noch ausräumen müssen. Okay? Ey, wenn der Alexander. Also, wenn du, du hältst jetzt deinen Rand. Wenn der Alexander das sieht, der weiß ganz genau, dass du das Bett damals bei dir in deiner Wohnung hättest ausräumen sollen. Das war nicht ausgeräumt. Das haben wir dir das ausgeräumt. Das habe ich dir doch gesagt, dass es nicht ausgeräumt ist. Es war ausgemacht so. Nee, wo war ist nicht. Der Stift? Der war nicht so ausgemacht. Der ist nicht hier drin, ich habe keine Taschen. Der war nicht ausgemacht. Das hat schon einiges mitgemacht, schau mal. Schön, gell? Das Herz hat einiges mitgemacht. Gell? Ja, genauso wie unsere Beziehung. Die macht noch was mit. Ja. Das Herz ist die Zukunft. Sag mal, kannst du jetzt mal was machen? Oder was stehst du da rum? Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ist natürlich schon ein absoluter Stress hier. Der Umzug ist natürlich, obwohl man selber gar nicht so viel macht, merkt man trotzdem, Kartons links nach rechts schieben, was hinbauen. Also man ist schon froh, wenn man heute Abend im Bett liegt und sagt, man hat den Tag überstanden. Aber es ist schon, ich bin froh. Und tolles Wetter haben wir, könnte schlimmer sein. Im letzten Eck, schau mal, im letzten Eck, ich muss, hab mir fast einen Bandschein. Jeden Morgen hole ich da meine Unterhosen raus. Das stimmt überhaupt gar nicht. Da ist Bettwäsche drin und Handtücher für den Sommer, den wir nicht brauchen. Jeden Morgen muss ich in das Eck und meine Unterhosen und meine Socken. So, jeden Morgen. Wenn die feine Dame das. Du übertreibst, gell, aber das ist so eine Männergeschichte. Die feine Dame des Hauses. Du sollst mir einen Karton bitte bringen. Ich muss doch mal das kannst du da lassen, Fabio. Wie da lassen? Jetzt für den Moment kannst du es da liegen lassen. Ich bitte dich um einen Karton. Für deine Skisachen? Nein. Für meine Skisachen, genauso wie ich es vorhin gesagt Na, habe. Na gut. Mhm. Aber das Skizeug, passt dir das überhaupt noch? Nein, ich bin zu fett geworden, oder was eher willst du mir damit sagen? Zu dünn. Ah, zu dünn, okay. Egal. Das alles so richtig ist. Was das, hast du gerade gesagt? Ob das alles so richtig ist, wie die das machen? Warum? Weiß ich auch nicht. Der Müllmarktspiegel hat 50 Euro gekostet. Die Folie, die drumwickeln, ist teurer wie der Spiegel. Welcher Spiegel? Der da an der Wand? Ja, ja, die machen ganz viele. Das ist ja gut, die arbeiten ja sehr sauber und so. Ja, also. Aber das ist, glaube ich, zu sauber. Warum denn? Ja. Nur weil du dein Krempel nicht so wertschätzt, gibt es Menschen, die das wertschätzen. Hör auf, ich mach das schon zu mir. Nicht so langsam, die Frau. Jetzt kommen wir eigentlich. Sag genau derjenige, der langsamste Mensch auf der Welt ist. Ist der Karton schon markiert? Den markiert man erst, wenn man fertig ist mit Packen. Dann schreibt man drauf, was da drin ist, mein lieber Freund. Überhaupt Sache irgendwas. Na komm, umdrehen. Geh mir aus dem Weg. Ist doch gar nicht leer, unser Kühlschrank. Aber da ist eh fast nichts drin. Aber ich habe zu dir gesagt, heb eine Kühltasche auf. Hast du nicht gemacht. Eine Kühltasche? Ja. Heute bei 3 Grad, oder? Ja, aber der Kühlschrank, die Tasche in der Wohnung und rumfahren, ist ja nicht 3 Grad, oder? Ja, ja, jetzt machen wir das so. Alles in den Karton rein und auf den Balkon. Ach, so ein Quatsch. Natürlich. Das läuft ja aus. Du musst ja die Sachen auch weghauen, manche. Ja, aber was kann ich jetzt weghauen? Na, zum Beispiel die leere Tomaten, eingelegte Tomatengeschichte. Wichtig ist mein Eiweiß hier. Dass das Eiweiß hier unbeschädigt. Denkt das schon wieder nur an sich, gell? Dass das Eiweiß unbeschädigt ist. Da denkst du wieder nur an dich. Nee, an deine Lebensmittel. Du brauchst doch auch Eiweiß, oder? Aber das trinke ich nicht, das ist mir zu süß. Das ist dir zu süß, gell? Wenn es aber weniger süß wäre, würdest du trinken, oder? Vielleicht. Harajo. Harajo. Was heißt das nochmal? Gut. Ah ja. Aber Blätt ist nicht gut, gell? Nein, das ist nicht gut, Fabio. Alkohol. Das ist alkoholfrei, gell? Kein Alkohol. Ja, Daria, Fabio schon. Kein Alkohol, keine Kalorien. Wahnsinn, gell? Ein bisschen schon, aber wenn dann nur wenig. Da ist zum Beispiel ein beliebter von uns. Der ist sehr beliebt. Oder der ist auch beliebt hier. Der Laurent Perra. Wie heißt der? Laurent Perra. Wie? Laurent Perra.
Laurent Perrier. Ja, ja. Der soll sich nicht so wichtig machen. Mit Gewalt geht doch immer alles. Hör auf. Die ist teuer. Ja, aber dann musst du mir helfen und das wegmachen. Ja, aber ich bin doch selber hier jetzt in der Beschäftigung. Was ist? Hey, hey, hey. Geht doch. Die ist doch auf. Ja, aber die kannst du ja zuhauen. Die geht doch immer wieder auf. Ja, aber die musst du halt zuhauen. Das kriegen wir doch niemals da rein. Die haben Dreck da. Ja, selber, du Dreck da. Schau mal deine Sachen nach. Warum sind das jetzt meine Sachen? Hä, hey, das da hier, guck mal. Das müssen wir raus tun. Nein! Doch, dann geht's aber. Dann nimmst du deinen Fisch raus. Tu das wieder rein. Aber schmeckt es überhaupt? Ja, das schmeckt mir. Nach was? Wie nach was? Das ist Fleisch. Das sind Pilmeni. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Aber kann man die nicht heute essen? Nee, jetzt heute sofort kann man die nicht essen. Immer gehst du an meine Sachen, gell? Nee. Immer. Weißt du das eigentlich? Aber du hast auch so viel. Fabio, wirklich, ich schwör bei Gott. Jetzt hab ich's geschafft, schau. Was hast du rausgetan? Was hast du da rausgetan? Fabio. Ich hab nichts raus. Das stört mich nicht. Das kannst du mir auch überall hinhängen. Das macht mir nichts da. Das weißt du doch. Weiß ich doch. Das ist für mich kein Problem. Macht mir keinen Spaß, dich zu ärgern. Ich werde es nicht wegschmeißen, ich verspreche es dir. Was machst du damit? Ich tue dir eine Flasche damit nehmen. Du lügst. Securing. I will secure the bag. Schaut mal, was da drauf steht. Hey, die macht Werbung von Bordelle München. Ich mache nicht dafür Werbung. Ich finde das ganz frech, dass du da überhaupt... Was ist denn da? Was hast du das? Ist es ein Kunden? Da wollte man ein Geschäft einfädeln. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Wir wollten dann mal ein Geschäft einfädeln, aber dann haben wir was anderes eingefädelt. Aber dann haben wir was anderes eingefädelt. Ich glaube, ich muss gehen, der Kühlschrank piepst. Die sind auch von meinem Opa. Was stinkt vor allem? Ja. Das riecht nach Arbeit. Aua! Ey, du hast meinen Helm kaputt gemacht. Du. Na komm, das ist deine Arbeit. Jetzt. Das ist nicht meine Arbeit. Der Kühlschrank. Jetzt. Das ist nicht deine Arbeit. Geh vor, ich habe jetzt gerade das Badezimmer gemacht. Echt? Ich glaube aber. Der Kirschsaft willst du ja noch nicht. Nee, obwohl, wir schmeißen eigentlich ungern Essen weg, das muss man dazu sagen, aber das ist halt. Das ist schon angebrochen. Abgelaufen und angebrochen. Hier, das kannst du wegschmeißen. Das ist auch alles abgelaufen. Das kann man auch wegschmeißen. Weil wir waren auch lange nicht zu Hause und jetzt hat sich da einiges angeschimmelt. Willst du das trinken? Rick. Sagen wir adieu. Ja, mach du das, ja. Sag adieu zu deinen Giftspritzen. Wisst ihr, was das ist? Was ich aber mach's kurz, gell? Wir haben nicht so viel das Zeit. Das ist Dings. Diese Spritzen nehme ich oder habe ich hergenommen von meiner Schuppenflecht und zu denen sage ich jetzt adieu. Super. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Weiter für geht's. Das Gift. Willst du auch weg mit Nein, dem chinesischen gut. Aber Zeug. Ich mag das. Hau ab jetzt mit dem Zeug da. Komm. Die? Dem China-Dreck. Die ist noch gut. Was ist denn das für das Zeug? Ist die ja, Suppe. Das glaube ich ist nicht schlecht. Lass da, auf geht's. Wie schaut's aus da oben? Das sind die Spaghetti. Das ist gut, das ist gut von uns. Das auch noch, das ist, gut, ist noch gut, zu. Gut, ist gut, ist gut, ist gut, das ist gut. Sekundenkiller brauchen wir, Zeckengift brauchen wir, Wie schaut es mit dem aus? Weg, das darfst du nicht. Hopp. Die hat das doch ist aber noch gut. Ja, aber darfst du das? Na und? Ja, gut. Wie schaut es da aus mit der Tube? Die ist weg. Abgelaufen. Das Zeug weg, aber ganz schnell, das McDonalds-Dreck. Aber schnell. Der ganze jetzt Müll. Echt jetzt? Passt schon. Aber es ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Findest du der ganze Zeit? Das ist noch aus meiner Nimm Wohnung. Die Box, schmeiß die weg. Und weg. Die waren noch gut. Aber die hat doch gebappt. Ja, und die kannst du sauber machen. Aber die war von deiner Wohnung. Na ich war und? Schon, ja, sind ich schwöre, jedes Mal könnte ich dich hauen dafür. Weg mit dem Glas, aber ganz schnell. Das würde ich jetzt am liebsten trinken. Ja, dann mach vor Kamera, das will ich sehen. Nee, du hast wieder gelabert. Ciao. Hä, soll ich es nicht trinken? Ja, trink's. Na gut. Oh, lecker. Tust dir halt in ein Stanley rein mit Strohhalm.
Guck mal. Aber ich darf nicht, weil es ist so viel Knoblauch drin. Na gut, rein. Aber es ist so lecker. Mmh. Ja, die kleinen Sticheleien, die gibt's nicht. Es gibt keinen Tag, wo es die nicht gibt. Weil das gehört einfach zu unserem Leben. Das gehört zu Fabio, das gehört zu mir und wir können nicht anders. Das liegt in unserer Natur. Sonst noch was? Was ist mit der Wäsche im Bad? Dann und auch in so dein Krempel da. Ja, diese gebrauchte Zahnbürste und so. Ja, warum? Die brauchen die nicht anfassen. Was machen ja, die? Ja, gut, aber. Das hast du einfach gerülpst. Fabio, brauchen wir die kaputte Tür? Nee, wir kriegen eine, gell? Wir kriegen eine, da ja. Brauchen wir neue einzeln bestellen, oder? Ja, die haben wir schon bestellt, die müssen ja. Wir noch abholen. Ja. Aber brauchen wir die Scharniere dafür? Oh, das weiß ich nicht. Ja, die kann man abschrauben zur Sicherheit. Ja, okay. Mit und ja, danke. Hey, die müssen wir ganz vorsichtig behandeln, gell? Was ist das? Wie, was ist das? Ist dein Erklär's Ernst? Mal für die Leute, was das ist. Das ist die Rose, die der Fabio mir geschenkt hat. Einer der ersten Rosen. Danach gab's keine mehr. Hey, das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, das stimmt. Glaubt der nicht alles, der Euden? Aber ich sag mal so, ich sag es mal gab so, schon lange keine Blumen ich mehr. Ich sag mal so, bist ganz kurz davor, gell? Du? Der eine Klebe. Hier. Provoziert doch immer, gell? Du provozierst. Du provozierst. Was ist denn jetzt mit dem Kulti? Ich weiß nicht. Willst du es weghauen? Ja. Echt? Ja, du meinst, ich heb's jetzt auf? Ja, keine Ahnung. Nostalgie vielleicht. Aua! Hey, wissen die, dass die eigentlich den Fernseher auch abmontieren müssen? Und das musst du denen dann gleich sagen. Und das Fahrrad? Aber jetzt schaut's doch schon gut aus, oder? Hey, hier sind noch Schuhe von mir. Schau, jetzt. Überall liegt das Zeug. Abfahrt, fahr vorsichtig, gell? Hast du gehört? Ja. Und Fahrt brauchst jetzt nichts eintragen. Also. Ja, super, die Fahrt jetzt mit dem Ferrari. Abfahrt. Daria haben wir vorausgeschickt. Wir halten die Stellung, machen noch die letzten Kartons fertig. Ich packe auch noch mein Auto jetzt voll. Und dann packen wir es nach Pharma. Würde ich sagen. Ja, servus, ich bin's, der Knetz. Wir haben mal die Ehre gehabt oder du hast sie gehabt. Und warst du schon, gell? Jetzt? Ja, Hünkirchen, freilich. Hünkirchen, so, wie geht's? Alles klar? Am besten gut, ja, passt schon soweit. Super, wie läuft's sonst mit den Küchen? Ist viel zu tun, oder? Ja, nicht so, aber ich steh gerade wieder in einer drin. Stehst schon wieder drin? Ja, stark. Ja, das ist stark. Du, jetzt habe ich eine Frage und zwar, weil es hat ja alles so super geklappt bei uns da und jetzt habe ich eine Dame an der Seite und die Wohnung ist zu klein, jetzt ziehen wir um, aber wir würden gerne die Küche mitnehmen. Ist das was, wo du sagst, das würdest du machen, oder? Nein, Umzüge und Küchen, so Küchenumzüge, das mache ich gar nicht mehr. Geht es um deine? Oder? Ja, um die Einzeilerküche, ja, weil ich ziehe jetzt um. Und ich muss die, ich sage jetzt mal, was heißt müssen, aber ich habe jetzt eine Küche in der neuen Wohnung rausgekauft. Ja. Das ist so eine IKEA-Billigküche, die ist aber furchtbar hässlich. Und meine ist halt schön. Jetzt stellt mich die Frage, wenn ich einen neuen Mieter in die Wohnung reinsetze, dann muss er mir die rauskaufen. Aber für 8,5 kauft die keiner raus. Und das ist das Problem, er gebraucht die Küche, 8,5 kauft er keiner. Genau. Na du, pass auf. Gehen wir das also um? Aber wann sollte das stattfinden? Also heute ist quasi der Umzug, jetzt sagen wir mal zeitnah. Also wenn du da zeitnah jemanden ran... Ja, das muss, ja ihr in der Küchenbranche habt natürlich 3 Jahre Vorlauf, das weiß ich schon. Ja, und da fast 2,5 nur. Da muss ich ja davor schon, muss ich euch fragen, bevor ich überhaupt weiß, dass ich umziehe, muss ich schon... Bevor du weißt, wo du umziehst und wo du hinziehst, musst du schon sagen, wann und wo. Ja, genau, ja. So. Aber ja, ich... Ich kann das gleich publik machen. Ich konnte aber erst, ja, ich weiß nicht, ich muss schauen, ob ich einen Kollegen erwischt. Der ist nämlich letzte Woche und die Woche ausgefallen. Ich bin allein,
weil der hat einen Schleimbeutel aus dem Knie rausgekriegt. Du weißt, es wird alles besser im Alter. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ihn gleich erwischt heute noch. Ja. Aber ich würde zeitnah, würde ich ihn fragen und den anderen Kollegen auch. Das wäre nett von dir. Fragen. Ja, wann kommen die denn? Ja, es dauert noch. Wir müssen den ganzen Keller ausräumen. Oder wer? Ja, keine Ahnung. Ich rufe ihn mal an, okay? Ja, ich sag ihm Bescheid, dass er die anrufen soll. Ciao. Ciao. Here we are. Mit dem ganzen Krempel. Das ist nur der eine Teil des Krempels. Und bei mir brennt schon der Kopf, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das hier schaffen soll, dass das einigermaßen rund läuft. Oh. Selbst ist die Frau, wenn der Mann nicht da ist, ne? Ich habe bei TikTok eine Theorie gesehen, und zwar die Black Cat Golden Retriever Theorie. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wer von uns der Black Cat ist oder die Black Cat und wer Golden Retriever ist. Und irgendwie, glaube ich, sind wir beides. Also wir sind beides Black Cat und Golden Retriever. Das ist ganz verrückt. Ich weiß nicht, kennt ihr euch aus? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Ja, grüß dich. Wo bist denn du? Als der Post, oder? Ach so. Ja, dann brauchst du ja noch ewig. Warum brauchst du mich, ja? Ich brauch dich immer. Gut, das war die richtige Antwort. Ja, genau. Ja, gut. Tage, ja. Kommen die anderen jetzt auch? Ja, die brauchen noch eine Stunde, dann kommen sie. Was? Ja, die haben den Keller noch. Ach so. Und ich fahre jetzt zur Post und frag. Komischerweise habe ich so eine DHL-Bestätigung bekommen, dass sie mir das Chinesenzeug jetzt liefern, aber keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es ja schon beim DHL. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass, glaube ich, mal ein Paket von mir da noch rumliegt. Ja, ich habe auf jeden Fall den Adam mit voll. Mhm. Und check das jetzt ab, danach gehe ich tanken, dann komme ich. Aber ich müsste eigentlich noch mal in die Wohnung, weil da ist noch so Kleinscheiß bei der Küche. Da ist auch noch dein Schwedenbitter und so. Ach du heilige Himmel, Maria, oh Gottes. Jetzt räumen wir das Auto aus und dann geht's ab. Dann räumen wir das letzte rein hier. Und dann gehen wir Mittagessen. Auf geht's. Daria! Ja? Komm mal her. Was willst denn du? Wo soll ich den Hühler hinstellen? Da kommen halt deine Klamotten hin. Aber ich hab doch gar nichts. Ja? Doch. Guck mal, das ist deins. Mhm. Laptop, das ist dein Herz. Das kannst du dir jetzt mal irgendwo schön aufhängen. So. Hey, aber wie die hast du denen gesagt, die sollen die Klamotten da hin tun, oder? Nee, noch habe ich gar nichts. So, bist froh, gell, dass die jetzt so Schränke haben? Das sieht gut aus. Ich habe ja erst gedacht, dass das nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Ich habe nicht mal einen Schrank, gell? Könnt ihr euch das vorstellen? Die hat hier so Schränke, ich habe nicht mal einen Schrank. Na ja, gut, wir haben ja noch. Wir haben noch 2,5 Meter. Wenn du willst, können wir sie da hinstellen, statt den Keller. Ich habe es jetzt gesagt, wir sollen das im Keller tun. Ja, seht ihr, bevor ich was habe, stellt sie in den Keller. Fabio, ich spreche jetzt gerade mit dir ernsthaft. Also bitte, ja, aber warum hast du sie in den Keller gestellt? Weil wir gesagt haben, dass wir dir deinen Schrank da einbauen lassen. Aber wann ist der fertig? Ja, wenn wir jemanden finden, der das für uns macht. Na gut. Ja, mit Daria hat natürlich auch alles geklappt. Ich meine, klar, man hat ja verschiedene Meinungen, ja, und auch Sticheleien und so, aber das macht uns aus. Ja, so ist die Flamme immer noch am Brennen und im Prinzip ist es ja auch lustig. Ich meine, hier sieht man ja auch wieder mal die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber was für Schränke wären das? Die gleichen. Die du hast? Ja. Zwei. Dann tue ich halt vorübergehend die da hoch. Ja, dann muss ich die dann wieder abbauen? Muss ich die dann wieder abbauen? Ja, die musst du dann selber runter in den Keller tun. Aber passen die nicht rein, oder? Wenn man die aufzog? Wie groß ist das? So wie der? Ja. So zwei von denen? Ja. 2,5 sogar. Haben die jetzt zerlegt hier hochgebracht? Nee. Die passen in Aufzug. Also, da muss ich es ja nicht zerlegen. Du meinst, das ist Innendings leben, oder? Ja gut, aber dann musst du jetzt runtergehen und denen das sagen. Dann müssen wir da die ganzen Kartons rüberschieben, dass sie die Schränke dahin stellen können. Ja, wo soll ich sonst meine Kleidung lagern? In Kartons, so wie ich die letzten Monate auch gemacht habe. Das habe ich auch überlebt. Echt?
Ansonsten, wenn wir niemanden finden, kaufen wir doch beim IKEA einen neuen Schrank, weil dein Schrank aus deinem Schlafzimmer fällt auseinander, der geht in den Keller, das haben wir doch schon. Ja, aber wieso tun wir einen neuen kaufen, wenn wir doch einen haben von dir? Das verstehe ich nicht. Weil das 2 Meter Höhe sind und ich hätte jetzt gesagt, dass wir in das Schlafzimmer einen nehmen für deine Klamotten, der höher ist. Hätte man hier auch machen können, höher. Ja, aber ich habe ja keine höheren. Meine Wohnung hatte ja keine höheren Decken. Das allererste Mal, wo ich die Schränke gekauft habe, gab es nur 2 Meter, da ging nicht mehr hoch. Mhm. Aber ich werde da halt die Karton. Was ist mit den Teilen vom Schrank, diese Boxen? Die bringen die anderen her. Innenleben? Nein, nicht das Innenleben. Die auf dem Schrank. Ach so, Schrank, ja, das bringt. Warum willst du es hier hin tun? Ja, ja klar werde ich es hier hin tun. Also, der soll die alle in den Keller tun. Die Schränke? Ja, da kann ich mir von unten meine Sachen holen. Ja, okay. Ja, alles im Keller, alle Schränke im Keller. Okay, dann hat er das jetzt entschieden. Das ist nicht mein Problem, wenn er wieder auch anfängt zu meckern. Nur so. Warte, kannst du auch was nicht? Ja, nee, nehme ich das. Passt. Na komm, Opa. Ich geb dir gleich Opa. Ja, ist doch so. Der Opa springt dir gleich ins Kreuz. Recht hab's. Du hast eh keinen Schlüssel, gell? Nee. Ja. Ich hab dich doch extra gefragt, ob du den Schlüssel hast. Warum musst du jetzt klingeln? Zu schauen, ob das geht. Das ist nicht gegangen. Warte. Jetzt ist es. Na kommen Sie herein. Hauptsache das Öl ist da. Sogar 2. Ja. Was hast du hier rein für einen Krempel? Ah ja. Weißt du, was hier drin ist? Aber ich glaube nicht, dass der geht, gell? Hier ist einfach das ganze Bad drin. Schau, was da drin ist. Ja. Dafür hast du jetzt 2 Tüten gebraucht. Ja, weil das schmutzig ist. Weil das schmutzig ist. Hey, warte. Also dann können wir das ja ins Bad tun. Ja, aber wir müssen später noch eine Aufnahme machen, nicht, dass es uns stört. Ach so, ja, dann tu das halt nicht ins Bad. Dann tun wir das halt in so ein Schlafzimmer. Aber du musst. Aber wo kommt das Bett hin? Hier hin. So. Ja, ist eine gute Frage, gell? Ja, wir werden es so, wie sie die Matratze hinlegen, schlafen. Weil die hat einen anderen Härtegrad als sie. Ja, aber wenn sie es so hinlegen, warte mal, das ist eine gute Frage. Legen sie es so hin, schlafe ich rechts und du links? Ich würde eigentlich gerne... Du schläfst zur Tür dann? Nee, ich möchte aber gerne zu der anderen. Du bist aber dann zur Tür. Zum Balkon. Nein, bist du aber nicht, wenn sie es so hinlegen. Aber ich möchte, dass sie es so hinlegen. Geht aber nicht, das können wir nicht machen. Natürlich. Wie geht es? Die müssen es einfach nur drehen. Was? Die Matratze. Die müssen man ja einfach nur einmal geht es? Ja, natürlich. Wird die nicht beschädigt? Oder? Na. Er ist wieder da. Der ist schön, gell? Den hast du mir geschossen. Hab ich dir geschossen, gell? Wenn ich sauer bin, dann mache ich die Seite. Und wenn ich nicht sauer bin, mache ich die Seite. Und dann habe ich noch den. Ja, den Judas. Judo. Das ist nicht Judas, das ist Baby Yoda. Ah ja. Aber der ist süßer. Weil der passt doch auf deinen Kopf. Den kannst du dir eigentlich drüber ziehen. Nee, den kann ich mir nicht drüber ziehen. Doch. Nein. Aber die haben jetzt Blödsinn gemacht, dass sie diese Kartons hierher haben, weil da kommt was hin aus dem anderen Wohnung. Da wünsche ich viel Spaß den Leuten, die mit dir das hier einrichten. Warum? Ja. Das kannst du auch rüber tun, bitte. Was? Die Lampen. Wo kommt die hin? Die kommt erstmal ins Wohnzimmer. Ja, wo soll ich sie hin tun? Ja, irgendwo hin. Jetzt schaut es hier wenigstens schon ordentlicher aus, gell? Ja, hast du gesehen, das ist richtig gut sauber. Die hat super geputzt. Die ja, gell? Super. Wir müssen ihr das Teil, weißt du, geben, dieses Polierding. Ja, ja. Das wird sie lieben, gell? Ja, ja. Hey, ich fahr jetzt. Schau nur, hier ist das blöd. Siehst du, da ist sie nicht dran gekommen. Siehst du, da ach ganz so, oben. Ja, das können wir machen. Sie ja. Ein bisschen. Ja, aber da, weil sie so klein ist, weißt ja, du, da ja. Kommt sie nicht dran. Super, jetzt fühlt man sich eigentlich ein bisschen wohl, gell? Die hat jede Fliese geputzt, Wahnsinn, gell? Bis die arme Frau, gell? Ja, bis müssen wir ein Wellness, müssen wir der schenken.
Die Erledigungen, die wichtigen Dinge im Leben. Machst du jetzt ein Geschäft, oder was? Ich mache jetzt ein Geschäft. Das ist ja ein Geschäft erledigen. Hey, ich muss danach auch, gell? Hey, warst du hier schon? Nee, Kollege war, glaube ich, gerade. Ja, das riecht man aber. Ja, der hat auch schon lange gehört. Ja, toll. Endlich. Ja, die arbeiten schwer, die Jungs. Jetzt machen wir Mittag, oder? Jetzt machen wir Mittag, aber leider hat der zu bis 17 Uhr. Ja, dann geh mal woanders hin. So, alles dazu. Ich würde einfach Essen bestellen. Ja. Oder so, dann machen wir so, ja, ja. Wir haben einfach die ganze Wohnung leergeräumt, okay, ich sag's dir. Wie ist der Umzug bisher gelaufen, Fabio? Super, kann mich nicht beschweren. Also der Umzug ist bestens, sind super, super Jungs. Eine brutal gute Firma, schaut auf jeden Fall vorbei, Optimus Umzüge. Und Daria ist natürlich auch gut, die koordiniert alles. Und ich sorge jetzt leibliche Wohl. So, jetzt fürs leibliche Wohl wird jetzt gesorgt. Jetzt holen wir ordentliches Bier, alkoholfrei, ja. Aber so eins von Lamsbräu, das schmeckt sehr gut. Da holen wir jetzt ein Dragerl. Das hier ist sehr gut. Glutenfrei, alkoholfrei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da holen wir zwei so Dragerl für die Jungs. Und auf geht's. Hallo, servus. Bitte zwei Double Cheeseburger. Ja. Zwei Chicken Burger. Ja. Dann dreimal Mayo bitte. Sechs Big Mac Menü. Getränk nehmen wir alles. Hälfte Fanta und andere Cola. Auch mach fünf Cola, fünf Fanta. Alle Pommes, Ketchup und Mayo, ja. Beides gemischt. Eine Ketchup, eine Mayo. Nein, mach fünf Fanta und fünf Cola. Du hast gesagt, achtmal. Ja, genau, acht. Das ist große Bestellung, weißt du, für Baustelle. Was? Ja, wir brauchen noch was, Moment. McCrispy, vier Stück, alle mit Tomate. Extra Tomate. Heute nehmen wir euren Laden auseinander. Ich brauche noch was, gell? Ja, gib mir noch zwei große Cola Light und mach noch fünf Chicken Burger dazu, bitte. Nee, Chicken. Also insgesamt sieben Chicken Burger. Mach mir sieben Chicken Burger und zwei große Cola Light, bitte. Super, perfekt. Nicht fünf. Boah, die macht mir 55 Cheeseburger rein. Das sind 250 Euro. Warte, lass mich schauen. Fünf Chicken Burger. Bei fünf Chicken. Aber Chicken Burger muss sieben stehen, nicht fünf. Fünfmal. Ja, bitte. Ah, jetzt, sieben. Genau, drei Mayo, zwei, ein Big Mac Menü. Drei Big Mac Menü. Drei, vier, fünf Big Mac, sechs Big Mac, vier, acht Big Mac. Okay, jetzt passt. Super. Weltklasse. Wie lange dauert das? Stunde, oder? Bis fertig ist? Ich weiß nicht. Zwei Stunden, oder wie lange? Nein. Geht schnell, oder? Geht schnell, ja. Super. Grazie, gell? Danke. Ciao. Boah. Leck mir den Arsch. Passt das überhaupt mit 4,30? Passt das überhaupt hier rein in den Kübel? 113, gell? 133. Warte mal. 133 passt. 113, gell? 133. Ah, 133, warte mal. 130 und ich hab sogar ganz genau, gell? Pass auf jetzt. 2, 3 und wie viel Cent? 17 Cent. 17, kein Problem. Ich hab's ganz genau. Schau mal. 10, 5. Weil ich hab so Kleingeld hier. 16, ganz genau habe ich es, schau mal. Wahnsinn, gell? Ich denke mir schon, warum ist mein Arsch so heiß? Hast du mir die Sitzheit rein? Ah ja, hier, diese. Alter, brennt mir der Arsch. Der ist von der Daria. Ist ganz genau, gell, was gesehen. Wo kriege ich jetzt meine Ware? So, jetzt stehen wir direkt am McDrive-Schalter. Wir haben für 113 Euro bestellt. Der Pat ist auch am Start wieder. Der Optimus. Willst du auch dabei sein? Hast du Instagram? Sollen wir dich verlinken? Ja, will nicht. Kein Problem, ja. Und ja. Keine Ahnung, ich sag einfach ja. Und weil für den Optimus-Umzug müssen wir jetzt Essen bestellen. Die Jungs haben Hunger. Das müssen wir auch noch markieren, die Optimus. Dankeschön. Sechs Cola. Ah ja. Sechs Cola, gell? Moment. Warte mal. Hey, danke. Woher wusstest du das? Ich hab Gedanken gelegt. Ich wollte dir sagen jetzt. Bring mir Serviette noch. Dankeschön. Er ist für Baustelle. Okay, tausend Dank, ja. Super, dankeschön.
Ist ja wie Weihnachten. Ist ja wie Weihnachten, oder? Wie Weihnachten. Machst du Ramadan? Ja, ich bin Marokkanisch. Eid Mubarak. Okay, Mashallah. Ciao. Wohin fahrt? Oh, das ist schon umgekehrt. Ich glaube, das läuft schon aus. Warte mal. Schau mal her, was hier ist. Alter, so viel Bestellung. Das? Warte. Das ist mal, mach mal hinten. Mach mal Motor aus, ist da aus? Nee, ist nicht aus. Das ist weg. Nein, nein. Die Fanta ist ausgelaufen, gell? Gut, dass das nur ein Fiat 500 ist und es kein Mensch juckt. Das Bier ist auch ausgelaufen, gell? Unfassbar. Also. Geh mal hin und sagen, wir haben was vergessen. Der hat uns eine Mayo vergessen. Anfang des Jahres wollte mal McDonald's, dass ich mit denen so Werbung mache. Da hätte ich eine Black Card bekommen. Da hätte ich umsonst bei McDonald's essen können. Ich habe es abgelehnt. Ich gehe nie zu McDonald's und so. Ja, die hätte ich gewinnen können, die Card. Die hätten sie mir nicht geschenkt, sondern ich hätte so ein Wettessen machen müssen. Aber das wäre doch auch gute Promo über Instagram bestimmt. Ja, aber ich wollte es nicht, weil ich gesagt habe, ja, scheiß auf McDonald's, ich friss das Zeug eh nicht. Und ich war so oft bei McDonald's dieses Jahr. Ich war sehr oft, das hätte sich voll gelohnt. Haben wir jetzt alles, oder? Ich glaube schon. Perfekt. Es riecht auf jeden Fall danach. Ja, ja, da essen wir jetzt. Perfekt. Holst du deine Männer jetzt und dann essen wir mal was. Ich schaue zwar nicht so aus, aber ich fahre gleich um. Echt? Ja, ja, ich auch, aber ich habe nichts gefrühstückt. Endlich. Haben. Auf geht's, auspacken, Frau. Nein. Ja, doch. Willst du? Ja, nimm dir halt das, was du jetzt brauchst. Seife, Seife. Seife. Glaube ich, haben wir gar nicht. Schau mal, die Pommes. Schmecken eh nicht so gut. Schau, die Leute gehen hier mit ihren Fettgriffeln, die Frau hat das geputzt. Die putzt hier ewig. Ja, ja, und ich werde auch dafür sorgen, dass das so bleibt. In Zukunft wird hier eh kein Mensch seine Schuhe anziehen. Es ist ein einmaliges Erlebnis heute. Ja, das stimmt. Das kann ich euch sagen. Aber du solltest dich heute waschen, auch mit Haare waschen, gell? Weil frisches Bett, frische Wohnung, frischen Pyjama habe ich dir eingepackt. Langarm. Langarm mit Langbein. Deine Schlappen, weißt du, wo die sind? Im Koffer. Ja, ja. Die ich aber ich weiß nicht, wo meine sind. Da muss ich halt. Weißt du, wo benutzen. Deine sind? Im Koffer auch. Die habe ich da reingetan. Hast du da reingetan? Okay, die gut. Waren so in diesen Beutel drin. Ja. Da rein. Ja, ja. Die laufst mir nicht auf. Ja, okay. Und dann werden wir uns einen Bussi geben und schlafen gehen. Genau so machen wir es. Und dann schauen wir mal, was wir geträumt haben. Die erste Nacht in der neuen Wohnung. Ja, ich weiß es schon. Hoffentlich liegst du. Aber warte mal, dann müssen wir dich eigentlich so hindrehen, dass du nicht schnarchst. Und am besten schläfst du eigentlich auf der linken Seite. Dann musst du doch zum Balkon schlafen. Oh, geh zum Balkon muss ich schlafen. Aber das will ich aber nicht. Warum? Ja, weil ich glaube, dass das besser ist, wenn ich anders gehe. Ja, wir testen es einfach. Zur Not kannst du auch unten schlafen. Zur Not. Im Keller. Den musst du jetzt ertragen. Oh, schlägt auf meine Brille. Junge, die schlägt einfach auf mein. Ich wollte dein Ohr erwischen. Hier schaut ungefähr ein Popel aus deiner Nase schon wieder raus. Willst du wieder? Ohne Witz, Mann. Hast du es jetzt? Gib dir einfach meine Brille. Na komm, ich geb dir einen Bussi dafür. Nee, danke, ich hab schon gegessen. Fabio, sei jetzt nicht so frech. Gib mir jetzt einen Bussi. Du musst mir jetzt geben, wegen Entschuldigung. Ja, aber also. Cheers und Servus. Cheers auf euch. Danke fürs Abonnieren und auf viele weitere Videos. So schaut's aus. So, wir gehen jetzt schlafen. Erste Nacht in der neuen Wohnung. Er ist schon sowieso weggetreten. Den muss ich erstmal wach rütteln. Oh. Ja, schau mal deine Augen an. Was soll ich denn machen? Ja, es war ein sehr anstrengender Tag. Und ja. Ich bin schon wach seit 6 Uhr in der Früh. Ich bin auch wach seit 7. Ja, siehst du? Ja, aber ich bin halt ein Abendmensch. Ja, ich nicht. Ja. Es ist schon spät, also schlafen wir. Es ist 22.30 Uhr. Ja, es ist spät. Morgen ist ein Arbeitstag. Und wir sind gespannt, was wir träumen. Jeder hat uns gesagt, das, was man träumt, wird wahr. Genau. Jetzt träume ich was. Dann träum schön. Du auch. Was träumst du denn? Das wissen wir noch nicht. Schauen wir mal, was wird. Gute Nacht. Nacht.